Mit der Jahresausstellung zum Thema Baukultur möchten wir einladen, genauer hinzuschauen, was Baukultur ist und warum Baukultur wichtig ist in München. Wir versuchen das über verschiedene Wege, die wir anbieten. Zum einen natürlich durch die interaktive Ausstellung, aber wir versuchen auch über Formate wie Stadtspaziergänge, Workshops, Abendveranstaltungen und auch durch einen Jugendworkshop einzuladen, wirklich zu schauen, warum ist Baukultur wichtig. Ich freue mich auf 8 spannende Ausstellungswochen mit einem umfassenden Programm. Schauen Sie hin, wie es um die Baukultur in München bestellt ist. Mit den Abendveranstaltungen haben wir die Möglichkeit, bestimmte Themen noch intensiver zu besprechen. Wir laden gerne Gäste aus anderen Städten ein. Stadtplanerinnen und Stadtplaner kommen so mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zum Thema Baukultur. Und man kann darüber intensiver diskutieren an ganz exemplarischen Beispielen. Was ist für mich Baukultur? Warum ist es für mich ein wichtiges Thema? Die Ausstellung Baukultur soll uns nun zeigen und vor allen Dingen auch den Bürgern zeigen, was an gebauter Umgebung wir in München haben, welche Vielfalt da ist, aber dann natürlich auch beantworten all die Fragestellungen, die beim Bürger auftauchen. Wie kann meine konkrete Umgebung aussehen? Was kann bei mir verbessert werden? Baukultur ist das hierherin, Baukultur ist darüber reden. Es fängt an bei der Proportion. Baukultur für uns als Architekt ist eigentlich die Integration unterschiedlichste Anforderungen. Vielfalt und Einheitlichkeit. Baukultur ist letzten Endes auch, wie wir miteinander in diesen Prozessen umgehen. Aus so einem Dialog heraus kann man dann ein Urteil bilden über aktuelle Fragen, aber auch über die Gesamtkonstellation. Und dass dieses hier in Jahresausstellungen und diesmal zum Thema Baukultur stattfindet, ist extrem wichtig. Wir möchten die Leute einbinden in die Ausstellung. Es gibt Karten, die man beschreiben kann, wo man seine Meinung, seine Gedanken zum Thema Baukultur hinterlassen kann. Und so können auch andere Besucher wieder darauf reagieren, sodass eine Interaktion stattfindet über diese Karten. Dann haben wir die blauen Fähnchen, wo die Ausstellungsteilnehmer ihren Lieblingsort markieren können. Wir haben diese Schablonen entwickelt, damit auch man über neue Medien posten kann, was für mich Baukultur bedeutet. Und diese Hashtags laufen auf einer Videoleinwand in der Ausstellung und zeigen Baukultur in München. Wir haben ja heute die zweite Tour im Rahmen der Jahresausstellung zum Thema Baukultur in München und da eignet sich natürlich das Kunstareal ganz besonders. Unser Spaziergang durchs Kunstareal hat vor allen Dingen gezeigt, wofür Baukultur eigentlich steht, weil da verschiedene Bauwerke aus unterschiedlichen Epochen zu sehen sind, die mit verschiedenen Materialien jeder für sich ein ganz besonderes Highlight darstellt und zusammen eben einen ganz besonderen Ort der Baukultur. Baukultur ist für mich der Ort, der Emotionen widerspiegelt, der für mich einen Wiedererkennungswert hat, ein gutes Gefühl darstellt innerhalb eines Stadtraums. Mit den Jugendworkshops laden wir Kinder und Jugendliche ein, sich mit dem Thema Baukultur zu beschäftigen und uns zu sagen, was treibt sie da um, was beschäftigt sie. Und das haben wir zum Beispiel versucht mit einem Künstler, wo Kinder und Jugendliche ihre eigenen Gemälde erstellt haben über Fassaden. Die Kinder und Jugendlichen sind in die Innenstadt gegangen und haben Fotos gemacht zum Thema Baukultur und es wurden Trickfilme erstellt. Und wir freuen uns sehr, dass die Kinder und Jugendliche da so begeistert mitgemacht haben und uns sagen, das ist für mich Baukultur. Die Ausstellung, selbst die Ausstattung und alles, wie sie heuer ist, wird sehr gut angenommen. Es ist total interessant zu sehen, was in München so alles passiert. Ich finde es immer gut, an der Stadtentwicklung teilnehmen zu können. Fällt mir sehr gut. Ich selber hätte gerne ein bisschen mehr Pläne noch gehabt. Und ich kann nur jeder Stadt empfehlen, solche Schaufenster der Baukultur ständig offen zu halten, um über die Zukunft gemeinsam statt gesellschaftlich nachzudenken.